Hallöchen ihr Lieben, willkommen zum Freitagsvideo. Ich muss mich gleich mal entschuldigen, aber ich werde jetzt einfach mein Video drehen, obwohl hier eine Lautstärke ringsherum ist. Man merkt, dass die Ferienzeit in Schleswig-Holstein angekommen ist. Die Leute haben Zeit und machen was am Haus. Bis eben hat der Nachbar noch versucht, durch die Wand zu kommen, hatte ich das Gefühl. Wir haben so ein Endreihenhaus und irgendwie wird nebenan gerade irgendwas gebaut, keine Ahnung. Aber es war so laut, dass ich echt, da konnte ich kein Video drauf drehen. Aber jetzt versuche ich es einfach mal. Und jetzt hat irgendein Nachbar im Garten gerade seine Kreissäge angeschmissen, so wie es aussieht. Mein Mann versucht vorne die Buchsbäume in wunderschöne Formen zu verwandeln. Er stützt unsere Gesichter oder so. Nein, keine Ahnung, ich bin schon froh, wenn es einfach nur eine runde Kugel wird, statt einem Ei. Aber er macht das schon. Ich glaube, das hören wir nicht und jetzt geht's einfach mal los. Und ihr seht auch schon das erste Teil der neuen wunderschönen Produkte von Kreativdepot. Und zwar ist das hier so eine kleine Tasche mit einer Lasche, die sich hier so reinschubsen lässt. Ich habe jetzt relativ starken Cardstock gewählt und auch vorher nicht gegengebogen. Also hier öffnet sich diese Lasche. Mein Gott, heute bin ich ja richtig geschickt. Also ihr hört schon, ne? Ich habe mir ein kleines Souvenir aus unserem Holland-Urlaub mitgebracht. Mal wieder eine schöne Erkältung. Da bin ich prädestiniert für. Und bei mir bleibt das auch immer gleich in den Nasennebenhöhlen hängen. Also ich glaube, ich habe mir eine richtige Nasennebenhöhlenentzündung eingefangen. Zumindest kommt schon Blut. Nein, das will keiner hören. Also, das ist diese wunderschöne Tüte. Eine Stanze von Kreativdepot im neuen Design. Das heißt, sie kommt in einer Folienverpackung und ihr habt jetzt hinten auch drauf stehen, wie sie heißt. Die Stanze ist halt ein Sammeltütchen, besteht aus einem Teil und hier habt ihr auch die direkte Nummer zum Shop. Richtig cool gemacht. Diese Stanze ist wirklich nur diese Tüte, also dieses Stanzteil kommt dabei raus. Und dann gibt es dazu noch eine Ergänzung. Oh, das habe ich jetzt alles auseinandergepflückt. Wartet mal, ich mach mal so. Weil es spiegelt auch blöde, ne? Ich mache vielleicht einfach mal so. Also, es gibt einen Rahmen dazu, der genau auf die Tüte passt. Und dann gibt es noch vier coole Prägungen. Sind es gar nicht unbedingt, sondern wirklich Stanzungen. Ihr seht es hier. Also, es stanzt sich richtig ins Papier. Man kann es toll lesen. Wir haben Tüdelkram für dich. Eine kleine Erinnerung und eine Kleinigkeit. Und alle Stanzen sind mit diesen kupferfarbenen Teilen verbunden gewesen. Und ich kann die ganz easy peasy einfach so aufbiegen. Man braucht nicht wirklich mehr einen Seitenschneider. Das knackt so weg. Und der kleine hier, gut, das kann vielleicht ein bisschen sich in den Daumen drücken. Könnt ihr da vielleicht nochmal mit einem Seitenschneider anpacken oder so, aber man kriegt auch diese kleinen Teile einfach so weggeknickt und hat dann nicht mehr diese blöden Stege, die sich noch mit ins Papier drücken könnten. Dieses Teil heißt Sammeltütchenzusatz und besteht aus 5 Teilen. Also dem Rahmen und wie gesagt den 4 Schriftzügen. Ich habe jetzt hier schon eine zusammengebaut für das Urlaubsalbum. Die Bilder aus unserem jetzigen Urlaub werden gleich verwurschtelt, aber das kann ich euch noch nicht zeigen, weil ich da noch ein paar Sachen benutzen möchte, die noch geheim sind. Und hier kommen dann so Sachen wie kleine Tickets und sowas. Das sammle ich hier alles. Hier ist mein Wust an Erinnerungen. Hier zum Beispiel diese Fahrkarten nach Amsterdam rein. Wir haben ein bisschen außerhalb von Amsterdam noch die letzten 2 Tage verbracht. Und da habe ich jetzt hier noch für die Tram und für den Sprinter, also für die ganz normale Eisenbahn, die Karten aufgehoben. Die passen hier perfekt rein, als kleine Erinnerung, was das so damals schon gekostet hat vielleicht. 2022, Tagespreis 9,40 Euro hin und zurück. Und die passen hier zum Beispiel super gut rein und können somit im Album verewigt werden. Deko und so kommt dann nachher später drauf zur Erinnerung, beziehungsweise passend zum Album als Ganzes. Ihr wisst ja, bei mir muss ja immer alles so schön zusammenpassen. Ne? Ja, und wie ich die Sachen hier noch unterbringe, muss ich dann gucken. Hier sind noch so Karten vom Zoo. Ja, genau, wir waren in Rotterdam im Zoo. Das passt jetzt nicht so ganz da rein, aber wird schon irgendwie
im Album seinen Platz finden. Und wenn man daraus jetzt keine richtigen Erinnerungstütchen bauen möchte, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze dekorativ zu verwenden. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir können ja einmal so eine Tüte zusammenkleben. Ganz easy peasy. Die Falzlinien geben es eigentlich schon vor. Ihr habt hier eine seitliche Klebelasche, eine untere Klebelasche und dann eben einfach nur die Rückwand, die hier oben drauf geklebt wird. Und der Deckel wäre hier auch nochmal vorgefalzt, aber den lasse ich jetzt mal ganz, denn ich möchte daraus einen kleinen, wie sagt man denn, so ein kleines Goodie, so ein Gäste-Willkommens-Ding basteln. Und dafür brauche ich die Lasche Granz. Ich mache mir nur Klebe auf die Innenseiten, denn wenn man die Rückseite hier drauf klebt, dann sieht man, dass die nicht ganz bis zum Rand geht. Ne? Also hier bleibt so ein kleiner weißer Rand übrig und darauf möchte ich keinen Kleber hinschmieren. Deshalb kommt das Ganze bei mir nur auf die Innenkante der Klebelaschen. So. Dann verwende ich dieses Tütchen diesmal so rum. Das wird jetzt meine Freund. Mein Freund ist das. Mein Freund der Baum. Dann habe ich mir hier aus dem Zusatz jetzt diesen Aufleger ausgestanzt. Dieses rechteckige Teilchen. Das passt auch hier hinten genau drauf. Der klingt aber gut. So, schön mittig. Dann habe ich mir noch so einen Aufleger fertig geschnippelt aus dem Designpapier, ich glaube zarte Frühlingsblumen oder so. Irgendwie so wird das schon heißen. Das misst überall halt einen halben Millimeter weniger als der Aufleger. Ich glaube, ich habe da 5,5 mal 11,5 genommen. Irgendwie so. Bisschen die Kanten wieder mit der Schere gebrochen. Das ist so gerade mein Lieblingsstilelement. Man hat ja immer so gewisse Phasen, auch in der Bastelwelt. Bei mir sind es gerade Kanten distressen, sagt man, glaube ich. Ne? Also diese Kanten aufbrechen mit der Schere. Ja, einfach so mit der Schere so drüber gehen. Es gibt dafür auch Distress-Tools. Irgendwoher werde ich hier auch sowas besitzen, aber ganz ehrlich, ich bin schneller, meine Schere zu finden als dieses Tool. Das kommt jetzt hier überall mit demselben Abstand drauf. Im besten Falle. So. Dann habe ich mir schon Blätter gestempelt und per Hand ausgeschnitten. Die sind aus dem Stempelset Blütenscribble von Frau Blütenstempel und Kreativdepot. Da habe ich mir hier einmal dieses Blatt abgestempelt. Ich habe mir auch so eine Blüte schon abgestempelt und koloriert. Aber ich fand die nachher gar nicht so passend. Wo ist sie? Da ist sie. Ist jetzt nicht hässlich geworden, aber ich finde, es passt nicht da auf mein Tütchen. Das ist mir zu viel, glaube ich, mit der Blüte. Ich bleibe nur bei den Blättern. Ton in Ton. Hier bin ich noch gar nicht ganz fertig geworden. Ich wollte jetzt einfach die Bohrpause meines Nachbarn nutzen und schon mal anfangen, das Video zu drehen. Jetzt können wir das mal schnell zu Ende ausschneiden. Also ihr seht, ich mache das per Hand. Natürlich gibt es da wunderschöne Plot dafür. Ich habe hier auch so ein Gerät stehen. Aber ich mache es tatsächlich nicht wirklich. Also ich habe jetzt keinen direkten Plotter, der dafür geeignet ist, direkt diese Umrisse auszuschneiden. Aber ich bin mit der Hand so viel schneller, als wenn ich diese ganzen Gerätschaften anschmeißen würde. Also bei mir ist es rausgeschmissenes Geld. Ich habe mir dafür wieder nochmal eine neue Cutterbee zugelegt. Meine andere hier, also der Vorgänger, das Vorgängermodell, das habe ich ein bisschen nicht so pfleglich behandelt. Habe ich auch Kleber und so mitgeschnitten. Jetzt seht ihr, hier sind zum Beispiel diese Anti-Haftbeschichtung schon so ein bisschen ab und so, ne? Die schneidet immer noch schön, aber die hier, die ist jetzt wieder mein 9 Plus Ultra, die Cutterbee. So. Ein bisschen Grünzeug. Dann wollte ich da noch
einen Stempelspruch draufsetzen, wenn ich ihn in meinem Chaos hier finde. Ich mache mal eben den Spruch fertig und dann hören wir uns gleich wieder. Da ist der Spruch jetzt. Schön, dass du da bist. Den habe ich aus dem Stempelset Stempel für Text 1 vom letzten Freitag. Hier oben ist der mit drin, ne? Total schön und super leserlich, finde ich. Der ist mal ein bisschen größer. Es gibt ja sonst immer nur so, na nicht immer, aber oft ein Schön, dass du da bist, in zu klein und verschnörkelt. Ich finde, der hier passt sehr schön hier drauf. Den habe ich wieder ausgestanzt mit meinen Lieblingsstreifenstanzen, die so ein bisschen gestitcht sind. Von Crayalies waren die mal, auch aus dem Shop von Kreativdepot. Weiß ich nicht, ob es die noch gibt, aber das sind auch so meine All-Time-Favorites für solche Sprüche, weil ich das genau anpassen kann auf die Länge. Und jetzt klebe ich das hier alles mal ein bisschen zusammen. Ein bisschen tiefer, glaube ich, hätte ich es gerne, ja. Bisschen asymmetrisch. Das gefällt mir immer ganz gut. Dann machen wir hier oben noch einen Tag rein, damit ich das später schön antüdeln kann. Ich meine natürlich Öse, Tag, so ein Quatsch. Es wird daraus ein Tag so ungefähr, ne? So. Deswegen wahrscheinlich. Ich habe hier noch so eine Asbach-uralten Dinger vom Scrappen irgendwann mal. Da ist so ein Braun dabei, das passt, glaube ich, ganz gut. Die lassen sich, glaube ich, nicht mehr, wenn ich mich richtig erinnere, nicht so gut hinten aufspreizen. Also die Originalteile von We Are Memory Keepers und so, oder von Craftelier, die lassen sich auch sehr schön aufspreizen, die Ösen. Aber das ist jetzt hier eh nur zum Verschönern des Essens, wollte ich gerade sagen, der Tischdeko. Und danach fliegt das wahrscheinlich auch weg, also kann die Öse auch hinten hässlich sein. Gucken, dass ich so ein bisschen die Mitte erwische. 3,5. Hä? Ist das wirklich die Mitte? Guck mal, da hätte ich mich nämlich schon voll verhauen. Von der Optik. Also, das soll die Mitte sein. Das ist doch nicht die Mitte. So, gucken noch mal. Noch mal ein bisschen. 3, das ist die Mitte. So, gucken, ob meine Crocodile dahin kommt. Jawohl. Einmal das Loch stanzen. So habe ich die Öse. Da, die Öse durch. Und dann so verpressen, dass der Berg auf der hässlichen Seite ist und der Nuppi auf der schönen Seite. Also hier einfädeln und dann mit Gefühl zusammenpressen und nicht mit Gewalt, sondern so, dass sie sich hinten aufbiegt. Guck mal, ist doch gar nicht so schlecht geworden. Schön rund, einigermaßen. Und hinten sieht es auch nicht hässlich aus. Prima, ich freue mich. So. Und dann hatte ich so gedacht, kommt da hier dieses Holzbesteck rein zum Grillen. Und ein Strohhalm. Und dann kann man das ganze Ding zum Beispiel an so ein Pico-Löchen dran tüdern. Nur habe ich gar keinen wirklichen Piccolo gefunden, denn ich selber trinke nicht so gerne Sekt. Lieber was anderes. Aber hier habe ich noch eine Flasche gefunden. Und dann kommt jetzt hier wieder mein Juteband zum Einsatz. Und dann kann man das da dran knoten. Das wäre zum Beispiel das Endergebnis. Ja. Ich glaube, die Schleifen schneide ich noch ein bisschen kürzer da oben. Das gefällt mir optisch noch nicht. Aber ansonsten wäre das eine hübsche Tischdeko-Variante. Ja. Okay. Das schon mal zu der Sammeltüte von heute, die heute um 16 Uhr in den Shop wandert von Kreativdepot. Und jetzt geht's weiter.
Jetzt habe ich mal fix klar Schiff gemacht, dass wir hier wieder ein bisschen Platz haben. Denn meine restlichen Inspirationen für euch zu den neuen Produkten habe ich schon vorgewerkelt. Gibt es dann im Anschluss wieder als Watch Me Craft, dass ihr seht, wie das Ganze an sich so entstanden ist. Es ist eine, wie sagt man, Kartenbox. Also einfach ein Kartenset, das ich in so eine Acetatfolienverpackung verpackt habe, dass man sie geschlossen verschenken kann. Und die halt so in einem einheitlichen Stil daherkommen. Ich schmeiße euch die hier mal so auf den Tisch. Und dann gucken wir mal, was wir alles Neues entdecken. Wir starten am besten mit den beiden Karten. Denn hier versteckt sich ein Stempelset, ein neues. Im Hintergrund, ihr seht hier einen Krebs und einen Hummer. Und die gibt es in dem Set Große Vintage-Krustentiere von Kreativdepot. Und da sind die beiden drin. Und groß heißt wirklich groß, ne? Ich finde die total cool. Der Hummer misst 9 cm. Der Krebs ebenso. Die sind schon richtig coole Teile, ne? Auch für zum Beispiel, habe ich so überlegt, für so ein Rezeptebuch. So im Hintergrund. Daraus wieder so ein bisschen so eigenes Designpapier kreieren. Das wären so Ideen, aber das habe ich jetzt alles nicht geschafft und komme ich jetzt auch nicht hinterher, aber dieses Stempelset ist schon richtig schön. Hier seht ihr sie halt im Hintergrund abgestempelt mit The Stamp Market Rusty, so heißt der Farbton von dem Stempelkissen. Und hier ist der Krebs hinter versteckt. Außerdem seht ihr schon neue Stanzformen auf dieser Karte. Die habe ich schon wegsortiert. So, da sind sie. Und zwar sind das 4 Stück an der Zahl. 4 kleine Muscheln. Wobei so klein sind sie auch gar nicht, wie ich finde. Sie messen auch 5 cm in der Länge. Und die stanzen halt wieder diese Innenteile mit aus. Wie ihr es hier seht, ne? Da ist es dann weiß zum Beispiel. Oder hier habe ich es dann einfach wieder reingepuzzelt. Dann habt ihr halt eine andere Farbe zum Beispiel, könnte man dann da hinterlegen. Ne? Finde ich wieder sehr cool und sehr schön maritim. Dann gehen wir mal weiter zu den nächsten Karten. Und zwar nehmen wir uns die beiden hier vor. Da seht ihr im Hintergrund ein weiteres neues Stempelset. Und das heißt Layer Me Maritim. Und Layer Me, ich habe es gar nicht so gemacht, wie es draufsteht, ne? Und zwar habt ihr hier so einen speziellen Stempel, der mehr so im Hintergrund verschwindet. Wenn ihr das seht, ist das halt so ein bisschen pixelig, aber genau so soll es sein. Denn man könnte jetzt diesen Stempel, der richtig schön deutlich hervorkommt, einfach oben drauf setzen. Es ist einfach wie so ein Hintergrundstempel. Aber ich fand ihn einfach so schön von der, ja, von der Blüte her, dass ich ihn einfach so stehen lassen habe. Und der zweite Stempel, der ist bei mir jetzt hier im Hintergrund verschwunden. Also es gibt bestimmt noch andere Beispiele von den Mädels, hatte ich schon gesehen. Die haben das, glaube ich, wirklich so gemacht, wie es vorgesehen war, dass man den Stempel einfach auf den drauf stempelt und es sieht total schön aus. Es ist ein A5 Stempelset, richtig groß, also ihr seht, der Stempel füllt die Karte aus und ich finde ihn wieder so klassisch edel, sehr, sehr schön. So. Auf dieser Karte seht ihr eine weitere neue Stanze, die ich mir ausgesucht habe. Und zwar kommt ein Strandstuhl in den Shop. Der misst 5,5 cm mal 4,5 cm. Hat eine schöne Größe. Und ich weiß, dass viele diesen Strandstuhl schon in diesem einen Stanzenset gab es nämlich auch so was ähnliches von Elizabeth Craft, glaube ich, die mal in den Shop kam und jetzt schon ausverkauft ist. Da waren viele auf diesen Strandstuhl heiß. Und jetzt gibt es einen eigenen von Kreativdepot. Finde ich total cool, das Teil. So, und meine letzte Karte. Oh, mein Hals ist so trocken, Leute. Deswegen machen wir mal fix fertig.
Die letzte Karte, da seht ihr das letzte neue Stempelset, was ich mir ausgesucht habe im Hintergrund. Und zwar ist das ein total süßes Seepferdchen. Und der Stempel heißt auch Hintergrund Seepferdchen und sieht so aus. Hat lauter kleine Sprenkler und das Seepferdchen selber ist ebenfalls aus Sprenkeln dargestellt und richtig hübsch. Sehr zart, edel. Ich mag es sehr, sehr gerne leiden. Und für meinen Geschmack habe ich viel zu viel hier drauf geklatscht. Das Seepferdchen geht halt unter. Aber ist halt so. Nicht alle meine Karten gefallen mir selber. Ich denke, das kennt ihr auch, ne? Trotzdem passt das zu dieser Kartenserie. Und sie bleibt dabei. Und kann so als Ganzes verschenkt werden. So, da bin ich wieder. Kurz mal hochgehüpft. Oh. Ich fühle mich wie eine alte Frau, ich kriege keine Luft. So, und zwar ist das das neueste Projekt aus Karos Kreativclub und ich finde es wieder sehr süß, weil ich fremdgegangen bin. Es ist nicht nur Kreativdepot, sondern ich habe seit langer, langer Zeit auch mal wieder bei Stampin' Up bestellt. Ich bin ja auch nur ein Opfer, wie ich so oft betone. Und wurde von diesen süßen Hippos influenced. Ich möchte auch ein Hippo haben, habe ich gedacht. Und dann, naja, jetzt sind sie bei mir eingezogen, ne? Und es ist eine Pop-Up-Karte entstanden. Und ihr seht schon, ne? Das ist zum Beispiel wieder von Kreativdepot. Und ich finde einfach, die Sachen von Kreativdepot lassen sich super schön mit den Sachen von Stampin' Up auch kombinieren. Also für alle, die eigentlich nur Stampin' Up bestellen, guckt unbedingt bei Kreativdepot mal rein. Ich finde, es ist immer eine schöne Kombi. So. Und dann geht diese Karte so auf. Ich nehme mal das Benzel hier weg. Und dann schwuppst hier noch ein Hippo hoch. Das ist also, wie gesagt, eine Pop-Up-Karte. Eigentlich hatte Caro es oder ist es so gedacht, dass hier noch eine weitere Karte so rauskommt, so ein bisschen hochfährt. Aber ich wollte mein Hippo in Szene setzen. Und bei mir kommt jetzt hier eben ein Nilpferd rausgehüpft. Das sind wieder Sprüche von Kreativdepot aus dem Set Handschriftlich Modern 2, glaube ich. Lass dich knutschen und mach heute zu deinem Lieblingstag. Und die Stempel sind halt von Stampin' Up. Also eine schöne Kombi aus beidem. Und falls Fragen zu dieser Folie kommen, das sind diese Teile. Die hatte ich ja mal bei der Idee-Manufaktur bestellt. Im Prinzip sind das schon fertige Acetat-Folienhalter, die hier mit so einem Schaumstoffding versehen sind und mit Klebe. Das heißt, hier kannst du einfach die Klebe abholen und dann kannst du das schon an deine Elemente dran wappen. Für so faule Mädchen wie mich ist das total ideal. Richtig cool. Als ich die gesehen habe, musste ich zuschlagen. Liegen jetzt, glaube ich, schon wieder 4 Monate hier unbeachtet, aber jetzt war die Zeit reif für so ein Wackelhippo. Ja, das wollte ich euch nochmal zeigen als Inspiration für eine Pop-Up-Karte. Und jetzt geht's los mit dem Watch Me Craft, wie immer, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis demnächst. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. So, für meine Karten möchte ich jetzt noch eine Umverpackung bauen und dafür nehme ich mir diesmal Acetatfolie und das ist so ein A4 Papier. Das lege ich mir mit der kurzen Seite erstmal an und falze bei 2 cm auf der kurzen Seite und bei 5,5 cm auf der kurzen Seite. Dann drehe ich es um 90 Grad und falze bei 3,5 cm. Dann bei 14,5 cm. Dann bei 15, 16, 17, bei 18
Front bei 29. Das ist jetzt wieder schwierig zu sehen, aber nun komm her. Ich schneide mein Papier ein. Also hier seht ihr so eine kleine schmale Falzlinie, ne, die wir jetzt zum Schluss gezogen haben. Die schneide ich von unten hoch bis zur zweiten Falzlinie. Ich schräge mir hier hinten einmal das Ganze ab. Dann schneide ich den. Ach, das ist so schlecht zu sehen. Wie mache ich das denn für euch am dümmsten? Auf weißem Papier. Und zwar habe ich jetzt hier unten ja auch noch so einen Bereich. Und hier schneide ich einmal von der linken Seite, also da, wo nicht dieser kleine schmale Falzrand ist, unsere Klebelasche sozusagen, schneide ich von unten die Falzlinie bis zur zweiten Falzlinie ein und auch hier bis zur zweiten Falzlinie und auch hier bis zur zweiten Falzlinie. Also schön gerade hoch. Dann brauchen wir dieses kleine Rechteck hier vorne nicht mehr. Das heißt, die erste Falzlinie fliegt weg. Dann brauchen wir auch hier das kleine Rechteck nicht mehr. Auch diese Falzlinie fliegt weg. Und hier entsorge ich einmal komplett bis zur zweiten Falzlinie alles. Jetzt gehe ich die Falzlinien nach. Ich habe hier so einen länglichen Glue Dots. Das macht sich, glaube ich, ganz gut. Hau ich mir zum einen hier auf diese die seitlichen Klebelaschen welche drauf. Klebe so Kante auf Kante den Boden. Das Teil hat mich gerade ein bisschen Nerven gekostet. Aber mal gucken, ob jetzt überhaupt meine Karten reinpassen. Das wäre ja der Oberknaller. Wenn das wieder nicht hinhaut. So, vorsichtig. Das sieht gut aus. Sehr schön. Prima. Ich glaube, hier mache ich mir jetzt nochmal zwei Eingriffe. Gucken, ob die Stanze in die Folie hier stanzt. Ach, natürlich nicht. Aber jetzt weiß ich ja ungefähr, wo ich schneiden muss. Zack.
glaube, ich lege mir hier einfach ein bisschen Papier drunter. So. Gucken, ob das der Stanze besser gefällt. Ja, so geht's am besten. Das sieht sauber aus. Und jetzt mache ich mir hier noch irgendwie so eine Banderole rum. Thank you.